Ja, und dann wird Ahmad zu Yalan gehen. Ahmad. Kapitän. Ich würde sagen, wir haben oft, obwohl wir uns noch nicht lange kennen, uns jeweils auf der falschen Seite befunden. Ich hoffe, das wird sich ab jetzt ändern. Das hoffe ich auch. Wir müssen alle am selben Strang ziehen. Sonst werden wir vielleicht eines Tages jeder an unserem eigenen hängen. Genau so ist es. Nun, ich habe mich bereits mit Magistra Kohlrab unterhalten. Sie hat mir eine andere Methode genannt, wie ich das Schiff kontrollieren könnte. Ohne das Schwert, meint ihr? Ohne das Schwert. Sie schenkt mir absolutes Vertrauen. Und muss leider gestehen, ich vertraue euch nicht absolut. Deswegen würde ich euch bitten, mir das Kommando als Steuermann zu übergeben. Habt ihr euch mit den Steuerfrauen unterhalten? Das habe ich noch nicht getan. Werde ich Tut jetzt gleich das. tun, wenn ich eure Erlaubnis habe. Tut das lieber, bevor ihr euch leichtfertig in so etwas hineinstürzt. Natürlich. Sollte Ephadarius es nicht hinausgenommen haben, befindet sich das Schwert auf der Rückseite des Throns. Ich empfehle euch, es nicht anzufassen. Das werde ich natürlich nicht tun. Magistra Kohlra bat mich, dass sie eine Analyse über das Schwert machen darf. Ich habe ihr bereits die Erlaubnis gegeben. Ich denke, das wäre hilfreich, wenn sie es denn gefahrlos kann, ja. Lasst euch vielleicht von ihr hochbegleiten, sie kann euch helfen, wenn die Steuerfrauen gar zu garstig werden. Natürlich. Ja, dann würde man jetzt noch ein letztes Mal zu Frau Kohlrab gehen, Magistra Ein genervtes Herein. Kohlrab. Ja, Nun ist es Ihro soweit, Gnaden. nun ist es soweit, Magistra Kohlrab. Ja, ich werde den Namen nun aussprechen. Allerdings werde ich eine Sicherheitsvorkehrung treffen müssen, dass ich sicher sein kann, dass ich nicht belauscht werde. Da kommt ihr ins Spiel. Ich weiß nicht, ob mein Sklave in der Praxis hilfreich genug ist, um Menschen, die anwesend sind, zu entdecken. Deswegen brauche ich eure Hilfe. Ich habe Angst, dass jemand anderes sich vielleicht dort oben befindet, während ich diesen Namen ausspreche. Eine Sicherheitsvorkehrung. Ich überlege gerade, ob ich euch dort behilflich sein kann. Ich kann Leben spüren, wenn man so möchte. Das. Allerdings wird es verborgen durch Gegenstände. Das heißt, wenn sich jemand, sagen wir, einfach hinter einem großen Schreibtisch versteckt, dann bin ich nicht in der Lage, dorthin durchzuspähen. Gehen wir davon aus, dass ein Mensch, der von Falschheit trieft, ein Magier, sich unsichtbar macht, könntet ihr ihn trotzdem noch sehen? Da bin ich in der Lage zu. Damit sind meine Sorgen gelöst. Also gut. Ja, dann würde ich noch Hilal sagen, dass er mitkommen soll. Den stelle ich dann einfach unten an die Treppe, dass er da Wache halten soll. Ja. Und dann, keine Ahnung, laut weinen soll, wenn jemand kommt oder was auch immer. Okay. ja, und dann wird in den Steuerturm gegangen, zusammen mit Magistra Kohlrab. Derweil oben Brückenturm bei Kieras. Über Karten vertieft oder was tust du? Ja, ich habe mich in Karten vertieft. Ich Irgendwas muss Besonderes? Ablenkung bekommen. Ablenkung. Nein, ich mache dasselbe wie vorher. Ich schaue mir die Karten an und fange an, die zu kopieren. Ja, Romilly. Romilly trifft wieder ein bei Elysia, die aktuell schläft. Dann setze ich mich einfach neben sie und schaue ihr beim Schlafen zu und werde wahrscheinlich selbst auch dabei dann sanft einschlafen. Gut, dann führen wir das Gespräch morgen, wenn du sie jetzt nicht weckst. Soll Was tut sich Jala? ausruhen. Sprich mit deiner Ex-Knappin. Ja, du findest sie draußen am Steinaltar, wo du damals mit deinem Kopf gegengeschlagen bist und ja, wohl den Tod fandest, aus dem du dann wieder zurückgeholt worden bist. Und sie unterhält sich gerade mit Frieda und ja, und dann hat er einfach gesagt, knie dich nieder und dann das Schwert und dann hat er mich zum Ritter geschlagen und jetzt bin ich keine Knappin mehr. Wow, einfach so? Ja, einfach so, das war total toll. Also jetzt, ich muss erstmal meinem Vater einen Brief schreiben. Ja, und so unterhalten sich gerade Frauengespräche.
Ich trete ihn erstmal hinan. Lass sie aussprechen. Ja, hallo Herr da, hoher Herr. Maria, ich muss dich jetzt wohl mit euer Hochgeborenen ansprechen, hm? Ja, hohe Dame. Oder Ritterin. Ritterin. Glaub nicht, dass du jetzt der Weisheit letzter... Was kann ich denn für dich tun? Nicht, dass du jetzt der Weisheit letzter Schluss leisten, Maria. Kann ich mir jetzt einen eigenen Knappen suchen? Oder eine Knappin? Oder ein Page? Wann bekomme ich denn mein Pferd? Du bekommst dein Pferd, wenn du einem Vater eins abbringen kannst. Oder dir selbst eins leisten. Ich wollte gerade sagen, ich werde ja auch bezahlt, oder? Jetzt bekomme ich mehr Geld. So viel Geld wie du? Nee, du bist ja Kapitän. Ah, das ist... Ich muss mich erstmal in Kuntium informieren, was ich jetzt alles brauche. Wirst du zu gegebener Zeit können. Ich glaube nicht, dass du jetzt der Weisheit letzter Schluss weißt. Es gibt noch immer viel zu lernen. Für uns beide, schätze ich. Ja, was brauchst du denn jetzt von mir? Nichts. Ich wollte nur mal nach dir sehen. Möchtest du erzählen? So, ich erzähle Frieda gerade, wie ich zur Ritterin geschlagen worden ist. So einfach so. Und ich fand das, also, ja. Und sie schaut dich mit großen Blicken an und merkst wohl, wie sie so ein bisschen, sie freut sich so ein bisschen für Myria und sie ist auch so ein bisschen, ja, nicht unbedingt eifersüchtig, aber sie will auch. Naja, könnt ihr so ein bisschen euch da unterhalten oder du stehst daneben, wie die beiden Frauen sich unterhalten und ja, du merkst auf alle Fälle, wie sehr sie sich freut, dass du dir Gutes getan hast. Ich warte auf den Tag, an dem ich das bereue. Darf Chiaris da stehen bleiben oder soll der da auch weg? Frage nach uns. Ich kann ihm keine Befehle geben, aber ich würde ihm sagen, wir werden jetzt hier ein sehr wichtiges Ritual durchführen. Für deine eigene Sicherheit würde ich dir empfehlen, dass du dieses Deck hier verlassen wirst. Wie bitte? Habt ihr mit mir gesprochen? Natürlich. Wir führen gleich ein wichtiges magisches Ritual durch, oben auf dem Steuerturm. Wäre vielleicht gut für dich, wenn du diesen Platz für einige Minuten räumen würdest. Mein Sklave wird dir gleich Bescheid sagen, wenn du wieder hochkommen kannst. Ich heb eine Augenbraue. Nun denn, dann gehe ich auch einfach hinunter. Vielen Dank. Ja, und dann geht Ahmad weiter die Treppe hoch. Stellt Hilal schön breitbeinig hier vorne hin. Ja. Und ja, würde dann die beiden schändlichen Schwestern ansehen, die er immer noch für Dämonen hält. Armseliger Alvarans, Junge. Ich denke nicht, dass du mich noch einmal so nennen wirst. Denn schließlich... Götterknecht. Schließlich habe ich hier mit mir deinen wahren Namen. Du wirst bald vor mir knechten. Abschaum. Man schaut sich das Gesicht an, ob da irgendwelche Reaktionen sind, ob da irgendein höhnisches Grinsen oder so ist. Weiß ich nicht. Muss ich irgendwas beachten? Du merkst, wie sie wohl mit ihren Brüsten spielt und sich dann mit ihrem Finger um die Brustwarze streicht. Verführerisch lockt. Muss ich noch irgendwas beachten? Magistra? Nein, von meiner Seite aus nicht. Oder Marcanum, spricht sie und blickt sich einmal um. Stolziert dann so ein bisschen umher und guckt auch hinter den Thron. Ja, schaut sich um, geht auch ein bisschen die Treppe halb runter. Nickt ihr dazu. Alles klar. Dann würde Ahmad jetzt auf die beiden Gesichter von den beiden Frauen zugehen, die mit seinen Händen umpacken. Ab jetzt gehorchst du mir, Agash, Bierstack, Lamastu. Und also, dabei würde er die Hände zu Fäusten ballen. Das Schiff zittert einmal. Das Pumpen bricht für einen kurzen Augenblick ab. Und dann stockt das Herz einmal. Du kannst es immer noch hören. Aber dann schlägt es wieder weiter. Irgendetwas hat sich verändert. Spürbar. Ein leichter Wind weht über das Deck. Riecht immer noch modrig, faulig nach Tarn. Auch hier oben kannst du es spüren. Der Wind raschelt durch die Blätter. Sowohl die schwarzen, als auch die von Pareine geküsst sind.
Was soll ich also für dich tun? Zuerst einmal verschwinde aus meinem Anblick. Ja, sie windet sich aus dem Baum in den Baum hinein und taucht auf der anderen Seite gegenüberliegend wieder auf. Ganz gut. Ja. Du schaust noch Piranha an. Die hängt immer noch. Du auch. Dann windet sie sich genauso einmal durch den Baum hindurch und folgt ihrer Zwillingsschwester. Ja. Ahmad ist für kurze Zeit ein wenig beeindruckt, vielleicht mal so einen Dämon kontrollieren kann. Schüttelt dann aber wieder den Kopf und meint: Das Schwert. Schafft das Schwert. Frau Kohlra, wo wollt ihr das Schwert haben? Nun, wahrscheinlich lasse ich es im Versammlungsraum, den ich mit meinen Schülerinnen bezogen habe, untersuchen. Wir sollten Natürlich. Uns noch überlegen, wo wir es in der Nacht da einschließen, damit es nicht gestohlen wird von wem auch immer. Ist das möglich mit diesem Schiff, es einzuschließen, dass niemand es findet? Selbstverständlich. Dann wäre das vielleicht die beste Option. Überlegt euch Dämon. Ein passendes Versteck. Natürlich. Dämon! Fürs Erste bringt das Schwert, sobald Frau Kohlraab im Versammlungsraum mit ihren Erleben ist, in diesen. Geht das? Schau ich nochmal Frau Magistra Kohlraab fragend an. Darf ich immerhin noch reden? Natürlich. Solange du es nicht so spöttisch tust. Und wage es nicht noch einmal, mich zu beleidigen. Oh, euer Gnaden. Ich dachte, nicht so spöttisch reden. Ich kann Was es war? Selbstverständlich aus den Wänden regnen lassen. Und wenn du meinst, es soll im Versammlungsraum aufbewahrt werden, in den Wänden, dann ist das möglich. Dann werden wir so verfahren. Aber ihr stellt sicher, dass sowohl beim Eintritt als auch beim Austritt dieses Schwertes niemand verletzt wird. Ein guter Zusatz. Weise. Sehr gut. Und lasst diesen Thron hier verschwinden. Er zerfließt wie Unwasser. Und Kiaras kann es dann... Kiaras ist gegangen, Hila schreit dann einmal auf, ihr regnet's! Fließt okay. durch die Decke nach unten und tropft auf den guten Teppich. Nein, der gute Teppich. Das ist Ahmad ehrlich gesagt komplett egal. Ahmad nickt auf jeden Fall mal erstmal zufrieden. Und geht dann nach unten. Ja, du siehst gerade, wie sich die Karten so ein bisschen wellen und die Tinte das nicht verläuft. Gut. Das ist nicht gut. Du hörst es wieder fies lachen. Nö. Das wird richtig blöd. Gut. Damit springen wir den restlichen Abend. Ihr könnt dann regenerieren, schlafen. Der Tag war anstrengend. Den ganzen Tag über habt ihr gekämpft. Und dann die Offiziersbesprechung, das Paktieren von Ephadaios war dann wohl relativ offen. Sodass wir dann am nächsten Tage den 30. Sar schreiben. Ja, die Tage vergehen und ihr pumpt das Schiff voll, bis ihr ja sowas wie Handlungspunkte habt. Die Gelehrten haben zumindest davon gesprochen. Während der Zeit werdet ihr nach und nach Helmenport ja plündern, wenn man davon sprechen kann. Ihr entdeckt mehrere Kisten, die dann in verschiedenen Häusern gelagert worden sind. Teilweise zerquetscht von der Arche kann man die Kisten noch retten, tief in den Sand gedrückt. Aus den zerstörten Ruinen und Häusern, die am Wasser standen, könnt ihr sie herausziehen, teilweise noch gelagert in anderen Regionen. Und auch die Sachen, die die Maraskaner hier vor Ort erwirtschaftet haben und noch nicht abtransportiert worden sind. Viele Säcke mit Reis angebaut hier in Maraskan, nicht nur hier, sondern auch in den nächsten Siedlungen, aber auch viele, viele Kisten an Stahl. Zudem gab es wohl auch weitere Kleinigkeiten, die ihr mitgenommen habt. Und ihr entdeckt, ja, wie gesagt, weitere Zivilisten, die hier wohl ja, mal mehr, mal weniger zu tun hatten. Die haben sich in den Kampf nicht eingemischt, haben sich dann unter den
Ja, teilweise Tischen in der Taverne, die Schenke Fürstkomtur, haben sie sich hingehockt oder in ihren verschiedenen Häusern, die sie bewohnt haben. Unter anderem wohl auch eine Alchemistin, die ja zusammen mit dem Magier den Golem gebaut hat. Zumindest könnt ihr eine riesige Golem-Werkstatt entdecken, in denen es ganz, ganz viele verschiedene Hölzer gibt aus allen Regionen, verschiedene Tinkturen und einen großen Beschwörungskreis, was auch immer hier getan worden ist. Dieser Golem wurde wohl hier gebaut. Und ihr könnt verschiedene Terrarien noch erkennen, in denen ja allerlei verschiedene giftige Tiere aus Maraskan kommend sitzen, hocken, euch auch anspringen, wenn ihr euch mal die Gläser anseht oder die ja, Terrarien. Ihr habt zumindest ja, eine ganze Menge an Magie stattgefunden. Könnt natürlich auch noch Opferaltäre erkennen, die dann zu dem Oberst gehörten. Der hat hier Menschenhäute zum Trocknen aufgehängt. Die sind dann auch schon sehr vergilbt und leicht rissig auch, teilweise mit Blut noch nachgekippt, damit sie dann ja, ihre Zähigkeit behalten. Was auch immer es hier für eine merkwürdige Konstellation gab, aber hier haben wohl Menschen gelebt, die nichts Gutes im Sinn hatten. Und so entdeckt ihr nach und nach Helmetport. Klein, im Aufbau, aber noch viele Rohhölzer vorhanden, die ihr jetzt ja zum Aufbau benutzen könntet oder aber auch, naja, mitnehmen und verkaufen. Ungefähr 4 Tage braucht ihr, bis das Schiff vollgepumpt ist. Was möchtet ihr in der Zeit tun? Wenn der Monat der Nachtzar kommt. Ja, könntet ihr oben auf dem Kalender erkennen. Schauen wir mal nach. Pex. Genau, dann gehen wir jetzt vom 30. auf den 3. Fex. Gut. Ich mach die Dings jetzt voll, ja? Du Die kannst die Handlungspunkte. Handlungspunkte vollsetzen. Nach ein paar Messungen kann der Mathematiker dir auch erzählen, dass ihr wohl ja mittlerweile mehr Handlungspunkte habt als ja ehemals. Die Archen haben sich ge oder die Adern haben sich geweitet und er sagt wohl, dass die Handlungspunkte im Zusammenhang mit der Länge des Schiffes stehen. Natürlich dadurch, dass mehr Adern durchgezogen werden, mehr Blut, mehr Unwasser, wie auch immer er das nennt, in diesem Schiff pumpt, liegt das natürlich auch daran, wie schnell man handelt. 70 Stück. Ja, Kiaras schnappt sich den Stab oder was wolltest du haben? Ja, ich wollte eine Trophäe vom Magier haben. Gut, den Stab, da sagten die anderen ja, der soll dann eher zerstört werden. Ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, es ist ein riesiges alchemistisches Labor. Die Gehilfin von ihm lebt wohl noch. Sie nennt sich wohl Diminia Sensa, wird von allen anderen aber auch nur Schwarzmischerin genannt. Und ja, die ist aktuell auch gefesselt bei den anderen. Aber sie ist so diejenige, die jetzt noch sich in diesem Labor auskennen würde. Was soll denn mit ihr geschehen? Würde ich mal die anfragen. Auf jeden Fall muss sie befragt werden. Und danach, so wie alle anderen, verurteilt. Wir sollten sie also der Freiheitskirche übergeben. Gut, also wird sie auch eingesperrt. Señores, nehmen wir jetzt alle Gefangenen mit oder lassen wir hier sie zurück? Wir haben etwa, ich bin mir nicht ganz sicher, 30? 30 Gefangene. Ebenso haben wir noch 30 gefangene Piraten unter Deck, also 20. 20. 20, die anderen 30 gehören ja der mittlerweile Garde. Ich bin mir nicht ganz sicher, die Hexe ausgerufen hat. Für die wird sich eine Verwendung ergeben. Wir können nicht alle mitnehmen. Das ist richtig. Hat jemand etwas dagegen, wenn wir die 22 Gefangenen hier lassen, damit sie Helmport bewachen? Ich meine, also die bekehrten Gefangenen hier lassen, damit sie Helmport bewachen? Ich meine, sie können schlecht abhauen. Und den freigewordenen Raum nutzen, um die Gefangenen von hier bis nach Kontium zu transportieren, wo man sie
der Halle der Sonne übergeben kann. Nun, die Piraten haben sich bewährt. Ehemaligen Piraten. Gut, dann machen wir das so. Ich werde sie dann, wenn wir ablegen und sie ihren Dienst hier antreten, noch einmal ansprechen. Ich werde mich hier noch ein wenig umschauen. Gut, schaut, was nützlich ist, schaut, was teuer ist und dann bringt jemand Kohlrab hier rein, damit sie sich das ansehen kann. Ja, entsprechend, ich werde mir etwas suchen, was wertvoll aussieht, was eindrucksvoll aussieht und danach Kohlrab fragen, ob es gefährlich ist und dann behalte ich es. Und das wird dann meine Trophäe sein. Die 4 Tage. Ich möchte gerne die Leibgarde ein wenig drillen. Deine Leibgarde, ja. Kannst du natürlich mit den kämpfen. Okay. Auch Myria dabei nehmen. Die so ein bisschen hier einbinden. Dann. Zweite Sache, was ich tun möchte, das Kommandogebäude besonders durchgehen, alles Mögliche an Papieren und Kommuniqués zusammenraffen, was man hier finden kann. Und in die Kiste packen. Nehmen wir mal an, sie werden nicht die Geistesgegenwart gehabt haben, das alles zu vernichten. Nein. Gut, es wird dann auf der Fahrt nach Kunchom ausgewertet und vermutlich an die KGA übergeben. Gibt es in dem Kommandozentrum Karten? Nicht so sehr von Maraskan selber, also ein großer schwarzer Fleck von den Bergen, aber die nahe Küstenumgebung, da wo Straßen sind, das ist ein bisschen erkundet worden. Allzu weit in den Wald geht es nicht hinein, teilweise mal in den Wald rein, dann wieder große schwarze Flecken. Da sitzt dann wahrscheinlich irgendwie ein Widerstand und du kannst auch sehen, wie irgendwelche Namen da stehen. Muakiji, Marasna, Muakiji, Boronja, die schwarze Witwe, also ganz, ganz viele verschiedene maraskanische Namen von irgendwelchen, ja, ganz, ganz vielen Widerstandskämpfergruppen. Das ist doch sehr nützlich. Ich würde die Karten eine Weile studieren, die wichtigsten Informationen herauskristallisieren. Ja, und das wirft eine gute Frage auf. Die Wipfeltiger. Das wirft nämlich eine gute Frage auf. Wir müssen noch mit den Maraskanern hier reden, vor allem wegen dem Widerstand. Ja, allein schon, damit sie nicht auf die Idee kommen, hier Scharmützel anzufangen. Ja, wir müssen ihnen klar machen, dass wir nicht ihre Feinde sind. Nochmal Maraskan. Suchen wir jetzt einen von den Zivilisten, der uns hinführen kann. Das sollte uns auch hoffentlich genug guten Willen einbringen, dass sie uns nicht auf Sicht erschießen. Ja, und wir müssen die Zivilisten fragen, wer diesen Ort verlassen will, wer hier bleiben möchte. Macht ihr das? Das kann ich durchaus übernehmen, ja. Achmat würde während dieser 3 Tage sich einfach mal mit der Arche vertraut machen. Heißt, er würde die Läste und Terranjane fragen, wie die Arche funktioniert. Und falls er von dem Herz erfährt, würde er fragen, wo das ist. Von dem Herz erzählt sie dir nicht. Also, wie die Arche funktioniert. Sie fährt, sie lebt, sie arbeitet, sie wächst. Schlafen. Aber inwiefern lebt sie? Ich höre hier immer wieder irgendwas mit Nieren. Was mit sich auf sich? Sie reinigen das Unwasser, was durch uns pumpt. Es wird schwächer. Ah. Schwärzer. Okay, mit der Aussage kann Achmat nichts anfangen. Aber Achmat würde dann da, keine Ahnung, irgendwie so 1-2 Tage sich da hinsetzen und versuchen herauszufinden, wie die Arche funktioniert. Und warum und wie und weshalb. Wie die Erschaffung einer Arche vonstatten geht und sowas alles. Die Erschaffung einer Arche? Beispiel, ja. Sie werden geboren.
Hat dir Aphrodaios erzählt, dass wir schwanger sind? Dass wir tatsächlich wachsen? Ja. Möchtest ich du sie sehen? Gib uns noch etwas Zeit, dann ist sie genug gewachsen und wir können sie freilassen. Was dann passiert, wird noch einmal lustig. Ich verbiete euch, dieses Ungeschöpf freizulassen. Was können wir denn gegen den Archen Frühling tun? Wir sagen, wie man ihn aufhält. Nun. Ich muss doch sagen, ich bin entschieden dagegen. Sag mir jetzt, wie man diesen Archenfrühling aufhält. Du müsstest den Keimling erstechen. Er wächst in einer feuchten Höhle an der Unterseite. Der Unterseite? Er wird versorgt von den Keimlingen, von den Archenkäfern. Harzkügelchen. Bring diesen Keimling in die Maulgrotte. Wiederum Mordes. Die Arche verschiebt Holz. Sehr gut. Ja, und dann geht Achmat nach unten in die Maulgrotte. Weißt du, was passiert, wenn wir sie vernichten? Vorzeitig? Was denn? Lass mich doch einfach zeigen, was passiert, wenn sie geboren werden. Das will ich gar nicht sehen. Und was Archen mit ihnen tun. Was passiert, wenn ich sie vernichte? Das musst du drauf ankommen lassen. Was würdest du denn tun, wenn du zu einer Mutter gehst, die gerade ihr Neugeborenes geworfen hat? Nun, und du erschlägst ihr Kind? Ich kann dazu nur sagen, das hier ist kein neugeborenes Wesen. Du bist garantiert auch keine Mutter, du bist ein Monster. Eine Ausgeburt der Niederhöllen. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Keine Sorge. Wenn es geboren ist, werden wir es schon bald wieder fressen. Sie sind umso leckerer, wenn sie noch jung sind. Und dann werden wir noch größer. Lass uns doch den Spaß, unsere eigene Brut zu fressen. Lass mir doch einfach den Spaß, eure Brut zu töten, bevor sie zu einer Gefahr werden kann. So sei es. Man geht einfach nur kopfschüttelnd weg. Was für kranke Abarten. Unten in der Maulgrotte, die sich dann öffnet für dich, kannst du von außen eintreten und du siehst, wie sich dort, wo normalerweise Schiffe aufgefressen werden von der Säure, ein paar Blätter schwarz gebildet haben. Gerade noch am Verschieben, ungefähr da, wo die Zunge sich befindet, die Zeremonienwurzel, die jetzt gerade diesen Schößling umspielt. Du siehst, wie weiteres Unwasser an ihm heruntertropft, regnet, Säure. Und ja, wie in einen Kokon gehüllt liegt das Ding jetzt da in der Maulgrotte. Wie groß ist ungefähr denn das? 10 Meter groß. Alles klar. Uff, das ist schon ein bisschen was. Hm. Ich überlege gerade, ob ich einfach die Säure aktiviere, um dieses Ding kaputt zu machen. Aber ich glaube, ich gehe erstmal zu den Aktiv, was die davon halten. Ja, okay. Ich suche mal Yalan und Kiaras. Die werden sich vermutlich gerade die Papiere im Kommandohaus durchsehen. Keras spielt so ein bisschen mit so einer kleinen, ungefähr handtellergroßen Kugel, die er wohl dem Magier abgenommen hat, aus Glas und im Inneren schwebt ein bisschen dunkler Rauch. Okay, das wird fürs Erste ignoriert, man hat gerade andere Probleme.